Mit einer spektakulären Zeremonie haben am Mittwoch in Paris die Paralympischen Sommerspiele begonnen. Rund 4.400 Athletinnen und Athleten mit Behinderung werden in 22 Disziplinen antreten. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte die Paralympischen Spiele offiziell für eröffnet. Nach der Veranstaltung auf der Prachtstraße Avenue des Champs-Élysées und auf der Place de la Concorde zeigten sich Zuschauer im nächtlichen Paris begeistert. Alle sind gleich, es spielt keine Rolle, welche Fähigkeiten man hat oder welche Hautfarbe oder welche Nationalität. Alle sollten die gleichen Chancen haben. Da waren so viele Emotionen, sehr warmherzig, es gab einige gute Botschaften und das muss sich jetzt im täglichen Leben verbreiten. Die Zeremonie war großartig, beeindruckend, bewegend, sehr, sehr viele Emotionen. Die diesjährige Eröffnungsveranstaltung der Paralympics war die erste, die nicht in einem Stadion stattfand. Die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris gehen bis zum 8. September.